Herzlich willkommen zu diesem Tutorial-Video. In diesem Tutorial geht es darum, ein Uhrenarmband zu kürzen. Das ist ganz einfach. Was du dazu brauchst und wie das Ganze funktioniert, zeige ich dir jetzt. Wenn du dein Uhrenarmband wechseln willst, ist das Beste, dass du dir erstmal eine sichere Unterlage holst. Ich habe jetzt hier einfach mal so eine ganz normale Schreibtischunterlage. Wichtig ist, dass es einigermaßen glatt ist, dass da nichts hängen bleibt und du einfach was Sicheres zum Arbeiten hast. Als nächstes kommt dann natürlich unsere Uhr. In diesem Fall habe ich hier einfach ein paar Kettenglieder, die wir dann einfach mal auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. So, die legen wir mal zur Seite. Jetzt kommen wir zu dem Werkzeug, was wir brauchen. Ich habe mir dafür ein Uhrwerkzeug-Set bestellt. Das Ganze gibt es bei Amazon für 12 Euro etwa. Verschiedene Ausführungen, da könnt ihr am besten mal gucken, was euch am besten gefällt. Ich habe das Set unten in der Beschreibung verlinkt. Wir machen das mal kurz auf. Da ist ein bisschen was drin. Was wir davon brauchen, zeige ich gleich. Das ist nämlich gar nicht so viel, das legen wir auch mal zur Seite. So, dann habe ich noch mal einen Profi-Stiftausdrücker bestellt von der Firma, wie heißt die, Berger und Schröter. Das ist noch mal ein bisschen hochwertiger. Ob wir das wirklich brauchen, sehen wir gleich. Ich werde es auf jeden Fall auch noch mal zeigen. Dann brauchen wir eine Zange. Die ist nicht ganz unwichtig, weil wir damit die Stifte besser rausziehen können. Und wir brauchen einen Hammer. Ich habe jetzt hier einen normalen Hammer. Am besten wäre ein Gummihammer, aber ein einfacher, glatter oder kleiner Hammer reicht dafür aus. Dann nehmen wir uns jetzt das Werkzeug aus dem Uhrenwerkzeugset vor. Und zwar brauchen wir hier dieses blaue Teil. Das ist nämlich auch ein Stiftausdrücker. Na, der will nicht raus. Den brauchen wir auf jeden Fall, um die Stifte aus dem Uhrenarmband rauszudrücken. Beziehungsweise können wir hier ganz bequem rausdrehen. Und zur Sicherheit nehmen wir uns nochmal einen von diesen hier mit. Der hat so eine etwas glattere Spitze oben. Mit dem können wir nämlich über einen Hammer, oder was heißt über, mit einem Hammer auch den Stift ganz einfach rausschlagen. Und zwar haben wir hierfür nämlich hier oben diese Kerben. Da können wir nämlich das Uhrenarmband jeweils reinlegen und dann ansetzen und hier rausschlagen. Hier unten ist noch ein kleines Loch. So geht das natürlich auch. Rausschlagen ist natürlich Schwachsinn, weil das können wir rausdrehen, aber zum Reinschlagen ist das hier ganz praktisch. Das zeige ich gleich nochmal, wie das funktioniert. Da wir jetzt alles Werkzeug zusammen haben, nehmen wir uns jetzt natürlich das Uhrenarmband vor. Dazu switche ich mal in die Nahaufnahme. Um das einfach besser zu sehen, habe ich jetzt nur einen Teil des Uhrengliederbandes hier. Was aber jetzt hier wichtig ist, oder das erste, worauf ihr achten solltet, ist, wenn ihr das Armband dreht, habt ihr hier Pfeile. Diese Pfeile sind dafür wichtig, nur in diese Richtung darf der Stift rausgedrückt werden. Also in dem Fall jetzt nach da. Und reindrücken geht dann logischerweise in die andere Richtung, ne? Also wieder nach da. Bevor ihr also anfangt, wie wild Stifte rauszudrücken, erst gucken, wo ihr rausdrücken müsst. Weil wenn ihr einmal falsch rausdrückt, kann es passieren, dass euch der Stift kaputt geht, ihr irgendwas verbiegt oder dann kriegt ihr das nicht mehr rein. Gut, also wir müssen also auf dieser Seite rausdrücken. Dann nehmen wir uns jetzt den Stiftausdrücker zur Hand. Wir nehmen uns jetzt den Stiftausdrücker und ziehen hier die Nadel erstmal nach hinten. Und gucken dann wieder, okay, wo sind die Pfeile? Pfeile zeigen jetzt nach oben und hieraus wird auch der Stift rausgedreht. Legen das da rein, suchen uns natürlich das Glied oder beziehungsweise den Stift aus, den wir rausdrücken wollen und schauen, dass er oben und unten passt und drehen dann hier raus. So, was nicht ganz unwichtig ist, dass ihr darauf achtet, dass ihr auch wirklich den Stift erwischt und nicht irgendwie dran vorbeidreht. Das kann nämlich häufig mal passieren. Das merkt man manchmal, wenn das so ein bisschen einrastet, weil dann kann es euch ganz schnell passieren, dass ihr irgendwas verbiegt oder sonst was und dann dreht ihr. Ihr merkt, dass ihr wirklich den Stift getroffen habt, wenn ihr nicht viel Kraft aufwenden müsst. Das kann nämlich sein. So, dann dreht ihr bis zum Ende und dann merkt ihr irgendwann, okay, es geht nicht mehr weiter. Dreht den
wieder raus. Na, das war jetzt schon ein bisschen zu weit gedreht. Und dann seht ihr, okay, hier guckt jetzt der Stift oben raus. Jetzt nehmen wir uns einfach die Zange, krallen uns den und ziehen den raus. So. Jetzt können wir nämlich ganz einfach das Armbandglied trennen. Und jetzt gehe ich nochmal kurz auf verschiedene Arten von den Stiften ein. Das ist nämlich nicht ganz unerheblich. Und zwar haben wir hier zwei verschiedene Arten von Stiften. Man sieht das ganz gut an dem linken Stift. Ist oben noch so eine Einkerbung, die kann man wie so eine Haarklammer auseinanderziehen. Das ist dafür da, dass der Stift, wenn er drin ist, oben ein bisschen Widerstand dann hat und nicht mehr rausrutscht. Bei dem anderen Stift, ich drehe den mal, können wir sehen, da ist nichts. Der wird aber von einer kleinen Hülse gehalten. So, ich probiere mal, ob ich die hier zeigen kann. So, hier ist sie. Das ist eine kleine Hülse, da müsst ihr wirklich aufpassen, wenn ihr den Stift rausdrückt, dass die nicht runterfällt und euch irgendwie verloren geht, weil dann könnt ihr den Stift nicht mehr richtig reindrücken. Der sorgt nämlich dafür, dass ihr am Ende so ein bisschen weniger Platz für den Stift habt und dadurch hält der Stift auch. Das ist wichtig, achtet da unbedingt drauf, dass ihr diese Hülse nicht verliert. Behaltet auf jeden Fall die Stifte, die einzelnen Glieder und auch die Hülse. Die Hülse ist jetzt übrigens schon wieder hier drin. Hebt die auf, am besten in einem Plastikbeutel oder so, damit die nicht abhanden kommen, wenn ihr die Uhr später mal verschenken, verkaufen oder was auch immer wollt. Ja, jetzt wollen wir natürlich das Uhrenarmband wieder zusammenfügen. Dazu müssen wir die Hülse, hier sieht man sie noch, die ist noch, ne, jetzt ist sie schon wieder drin, die habe ich mit Hilfe der Zange schon wieder hier oben rein. Und zwar ist es bei dem so, das kommt ans Ende, also wir haben hier unten den Pfeil nach unten und hier oben kommt die Hülse wieder rein. Der Stift wird aber von unten nach oben, also entgegengesetzt, den Pfeilen wieder eingeführt. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Und zwar nehmen wir uns jetzt hierfür einfach den Stegausdrücker oder den Stiftausdrücker wieder, führen die Glieder wieder zusammen, wieder schön auf die Pfeilrichtung drauf achten und führen den Steg entgegengesetzt durch. Ihr werdet dann merken, dass der Stift dann irgendwo gegenschlägt. Das ist nämlich da, wo die Hülse dann sitzt. Dann setzen wir das Ganze verkehrt herum. Keine Angst, die Hülse kann nicht rausfallen, weil die müsste hier unten durch das kleine Loch raus. Und setzen die hier oben rein. Im Stiftausdrücker haben wir ein kleines Loch, was wir dann in etwa als Richtlinie nehmen. Dann setzen wir das drauf und achten, dass das Uhrenband gerade sitzt und hämmern ganz locker den Stift wieder rein. So, gucken mal, genau. Jetzt haben wir ihn natürlich noch nicht ganz drin, um das Ganze jetzt möglichst genau zu machen, nehmen wir uns hier diesen kleinen Stift, den wir vorhin aus dem Uhrenwerkzeugset genommen haben. Ja, das geht noch ein bisschen weiter rein. Hierfür ist der Gummihammer nämlich ganz praktisch, dann kann nichts verkratzen oder so. Und mit diesem Set können wir dann noch kurz oben das wenigstens noch ein paar Millimeter reinklopfen, damit das Ganze auch wieder bündig sitzt. Genau. Und jetzt, wie ihr seht, ist das wieder komplett. Und so einfach könnt ihr ein Uhrenarmband kürzen und wieder zusammenfügen. Fassen wir das doch einfach ganz kurz nochmal zusammen. Zuallererst legt ihr natürlich euer Werkzeug bereit. Dann achtet ihr darauf, wo sind die Pfeile auf dem Uhrenarmband. Das ist wichtig, dass ihr auf jeden Fall die Stifte in die passende Richtung ausdrückt. Dann legt ihr das Uhrenarmband in den Stiftausdrücker, guckt da wieder, dass die Pfeile auch in die richtige Richtung zeigen. Und dann dreht ihr aus dem Stiftausdrücker und dreht so den Stift aus dem Uhrenarmband raus. Achtet da auch einfach drauf, dass der Stift richtig rausgedreht wird und ihr da nichts irgendwie verkantet oder so. Als nächstes nehmt ihr die Zange und zieht den Stift ganz einfach raus. Jetzt könnt ihr das Uhrenarmband voneinander trennen. Passt da auf, dass ihr da nicht noch irgendeine Hülse oder sowas zur Sicherheit habt. Achtet da drauf. Wenn ihr jetzt das Uhrenarmband wieder zusammenfügen wollt, fügt ihr zuallererst die Hülse wieder in das Uhrenglied rein, fügt dann beide Glieder zusammen und steckt den Stift von der anderen Seite wieder rein, also entgegengesetzt des Pfeils. Dann legt ihr
das zusammengesetzte Glied wieder in den Stiftausdrücker. Oben ist dafür in manchen Stiftausdrückern eine passende Vorrichtung. Und jetzt könnt ihr mit dem Hammer ganz einfach den Stift wieder reindrücken und schon ist euer Uhrenarmband wieder zusammen. So einfach geht das auch schon. Es gibt natürlich viele Lösungen und viele Utensilien. Ich habe ja bereits gezeigt, dass ich auch noch so ein Profi-Werkzeug habe. Das ist ein bisschen stabiler. Das Ganze gibt es auch noch von 12 Euro für 12 Euro. Es gibt verschiedene Sets, größere, kleinere. Es gibt auch so einen ganzen Block, den ihr euch einfach holen könnt, wo ihr das Uhrenarmband reinsetzt. Also Utensilien gibt es auf jeden Fall genug. Guckt da am besten auch in die Bewertungen, was für Bewertungen die haben, ob die zu leicht abknicken oder kaputt gehen, die Uhr kaputt machen oder sonstiges. Ihr könnt euch mit diesen 12 Euro für das Uhrenwerkzeugset auf jeden Fall ein bisschen Geld sparen. Nach 3 Uhren habt ihr ja eigentlich auch schon wieder das Geld drin, was es euch kosten würde bei einem Uhrmacher oder bei einer Uhrenwerkstatt oder wo auch immer. Das Geld, wenn ihr das da machen würdet, kostet zwischen 5 und 6 Euro. Das habt ihr nach 2-3 Uhren wieder drin. Wenn ihr noch einen anderen Weg habt, um eine Uhr zu kürzen, dann schreibt das doch einfach in die Kommentare. Ich bin mir sicher, jeder hat so ein bisschen seinen eigenen Weg. Ansonsten hoffe ich, hat euch das gefallen. Gebt mir doch einfach einen Kommentar, wie es euch gefallen hat, ob euch das weitergeholfen hat oder ob euch irgendwas aufgefallen ist. Ansonsten könnt ihr natürlich nochmal das Tutorial auf uhrenkiste.com nachlesen. Auch da könnt ihr ein bisschen rumsurfen und nach Uhren gucken. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin.